Was geht ab, meine Z-Fighter Oseriot? Wir sind hier noch im Stream, aber wir machen mal ganz am Anfang ganz kurz das Awaken gemeinsam. Und dann gibt es im heutigen Video noch Showcase. Showcase werde ich dann quasi offscreen drehen. Und dann wird es quasi heute im Video das Awakening zu LA Baby geben und sein Showcase. Aktuelle UR-Status, wir brauchen dann folgende Medaillen, um ihn zu awaken. Die Baby-Medaillen gibt es aus dem Barbershop, Freunde. Die von Baby Vegeta gibt es aus dem Story-Event. Wenn ihr da einmal draufklickt, dann seht ihr, wo das Ganze gibt. Baby Vegeta selbst hat auch eine farmbare Eiste. Das ist der Free-to-Play-AGL-Version. Ist aber ein bisschen ressourcenreich. Ihr könnt euch selbst entscheiden, ob ihr ihn holen wollt. Aus diesen zwei Events, by the way, gibt es quasi die Medaille. Ihr könnt euch quasi selbst entscheiden, ob ihr quasi es euch wert ist, die Äste für ihn sich zu erfahren. Wenn ihr die Zeit habt, dann könnt ihr es auf jeden Fall machen. Müsst euch 9 Stück von dem Free-to-Play-Baby holen, ihn zu Baby Vegeta awaken auf SE1 und dann tut er quasi je einer 100% auf die Äste geben für den UR-Version. So wird er zu Super Baby 1 hier an der Stelle, unser Boy. Genau, und das ist dann hier quasi Super Baby 1. Und den tun wir dann auch hier awaken an der Stelle. Wir brauchen folgende Medaillen, Freunde. Gibt es auch aus den beiden Events, die wir uns angesehen haben. Und dann können wir ihn schlussendlich zu seiner LR-Version awaken. Oh mein Gott, wie brutal die LR-Version aussieht. Es ist einfach nur gestört. Das ist... Das Artwork von der LR-Version sieht so verdammt nochmal geil aus einfach. Schaut euch das an, bitte. Richtig geil. So, und da ist der Boy hier mittlerweile auf Max Level und Max SA. Ich hatte das Glück und konnte einen Dupe für ihn ziehen. Ich habe ihn auch gedupt. Dementsprechend sind das die Sets mit einem Dupe unten rechts. Freunde, wenn ihr Dupes bekommt, wäre es am besten, wenn ihr erstmal den Pfad unten rechts öffnet, weil dort bekommen die Charaktere am meisten von und dann oben links. Und jedenfalls werde ich gleich noch darauf zu sprechen kommen, warum ich ihn gedupt habe und nicht die Theo-Version benutzt habe. Aber gucken wir uns erstmal die Infos an zu ihm. Durch den Niederskill gibt er der Artificial Lifeform Kategorie Key plus 4 auf HP Attack und F 130% oder den Xtreme AGL Charakteren Key plus 4 HP Attack und F 100%. Mit der Super Attack macht er mit seiner ersten Colossal Damage und verringert Angriff des Gegners. Das ist sehr wichtig, wenn man so einen Debuff gibt, vor allem wenn man den Angriff senkt. Das merkt man viel mehr, als wenn der Charakter die Verteidigung des Gegners senkt. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Und mit der Ultra Super Attack macht er mega Colossal Damage und verringert Angriff und Verteidigung des Gegners. Die Passive bei ihm ist folgendermaßen, Freunde, bei unserem Boy Super Baby 2 Giant Ape. Und zwar bekommt er immer selbstständig Key plus 3 und auf den Angriff und auf die Verteidigung 100%. Zusätzlich dazu kann er weitere Key plus 3 und auf den Angriff 50% bekommen, wenn er gegen einen Pure Saints Kategorie Gegner kämpft. Zusätzlich dazu kann er weitere Key plus 3 bekommen und weitere 50% auf den Angriff, wenn er gegen einen Hybrid Saint Kategorie Gegner kämpft. Wenn beide Kategorie bzw. beide eben Gegner vertreten sind, die in den Kategorien sind, sowohl in Pure Saint als auch in Hybrid Saint, dann wird es natürlich zusätzlich darauf addiert. Also das zählt dann beides, sage ich mal. Außerdem hat er eine High Chance, dass er sich in einen Great Ape verwandelt, einmalig pro Kampf, wenn die HP 40% oder drunter sind. Und wie gesagt, das ist einmalig pro Kampf. Ich bin bei ihm so gut, es geht auf Crit gegangen, den Rest auf Additional Attack. Mit einem Dupe kam das bei raus. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr auf 15 Crit gehen, 11 Additional Attack. Links haben wir folgende, Freunde. Thirst for Conquest sind 15% auf den Angriff. Metamorphosis sind 5% Heal, sollten das sein. Richtig, richtig. Und zwar haben wir dann noch Big Bad Bosses, sehr wichtige Linksel, GT, Key plus 2, Herald of Saints, Key plus 2, Shattering Limit, Key plus 2 und Legendary Power. 5000 auf den Angriff, wenn er eine Super Attack bekommt. Big Bad Bosses wissen wir, wenn die HP 80% und drunter sind, bekommt er auf den Angriff und auf die Verteidigung 25%. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, vor allem für einen LR-Charakter. In den Kategorien ist er vertreten, Giant Form, Transformation Boost und in Artificial Life Forms. Und wenn er sich dann quasi, das kann man hier am Artwork nicht zeigen, aber im Kampf werde ich es euch zeigen, wenn er sich zum Giant Ape verwandelt, dann ist das Gute zum einen, es ist der erste LR Giant Ape, heißt er hat eine 18 Key Ulti. Mit der ersten Super Attack macht er Destructive Damage, mit der zweiten tut er seinen Angriff greatly erhöhen und macht auch Destructive Damage. Destructive Damage hört sich vielleicht viel an, aber ist mit Huge gleichzusetzen. Aber da Baby eine Giant Form, beziehungsweise da Baby ein LR ist, macht er auf jeden Fall in der Giant Form wirklich sehr viel Schaden. Und das Geniale ist, er bekommt er selbst keinen Schaden. Und das Gute ist noch zudem, er hat eine Passive, nämlich er bekommt zusätzlich immer Key plus 1 pro Key Orb, Key Cell, den er einsammelt. Also das muss man auf jeden Fall gut schreiben in der Giant Form Transformation. Das werden wir auch am Ende sehen, dass es auf jeden Fall sehr gut ist, wenn er sich transformiert. Im Super Bad Road zum Beispiel wird er das auf jeden Fall carryen. Da wird er wirklich sehr gut sein im Super Bad Road. Wenn das sich immer triggert, dann bekommt ihr keinen Schaden und er macht über zwei Runden mindestens sehr guten Schaden. Also so ist nicht.
Jedenfalls, kommen wir mal, bevor wir zum Showcase gehen, ganz kurz darauf zu sprechen, warum ich ihn gedupt habe und nicht die Theo-Version als Partner benutzt habe. Zum einen, um es klarzustellen, die Theo-Version ist ein guter Partner. Er heißt ja Super Baby 1, heißt, man kann ihn als Partner auf jeden Fall definitiv nutzen. Die Sache ist, er linkt sich gut als Partner. Sie linken sich mit GT, Hated of Saints, Shattering Limit, das sind Key plus 6 insgesamt. Die haben Thirst for Conquest, sind 15% auf den Angriff. Und wir sollten Metamorphosis haben, sind 5% Heal. Theo-Version an sich selbst, die Passive Key plus 2 Attack nach 80%, bekommt zusätzlich und oder, wenn er dann gegen Pure Saints Gegner kämpft oder Hybrid Saint, zusätzlich jeweils Key plus 2 Attack plus 40% drauf. Also schlecht ist die Theo-Version bei allem Respekt nicht. Warum habe ich aber dann trotzdem ihn nicht als Partner benutzt? Denn ich habe mich in den letzten Tagen wirklich sehr schlau gemacht, ich habe mir wirklich Zeit genommen und habe es mir deutlich überlegt. Im Endeffekt, wenn man einen Charakter unten rechts dupt, dann merkt man den Unterschied wirklich. Man merkt wirklich den Unterschied, wenn ein Charakter einen Dupe hat und der ist, wenn er vor allem unten rechts gesetzt ist. Und ich habe sehr viele Showcase gesehen von der Konstellation, die Rotation mit LA Baby auf 100% und der Theo-Version auf 100%. Sei es Showcase von The Truth, D3, DBZ World oder Jinjo, die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, die waren wirklich sehr, sehr gut. Im Endeffekt hat er wirklich, ja, logischerweise sich gut gelinkt mit der LA-Version, er hat gut Key geliefert, aber eine wichtige Sache hat mir da gefehlt. Diese Theo-Version, die hat zum einen kein Big Bad Bosses. Big Bad Bosses ist sowas von wichtig, wenn der Linksgesicht triggert, vor allem für den LR. Und zum anderen hat mir die Theo-Version, obwohl er auf 100% war, zu wenig Schaden gemacht. Im Schnitt waren das 1 Million. Das ist nicht wenig, aber mir war es nicht wert, wenn schon die 100% Theo-Version durch im Durchschnitt nur auf 1 Million kommt. Es waren so 800.000 bis Maximum 1,4 mit Support, aber im Durchschnitt war es immer so 1 Million konstant. Dass eine 100% Theo-Version nur auf 100% kommt, war es mir nicht wert. Quasi dann, wenn ich meinen einen einzigen Dupe setze, heißt mein Ella Baby hätte dann keinen Dupe und die Theo-Version wäre auf SC10, hätte keinen Dupe. Das war es mir nicht wert, dann hätte der, also wenn die 100% schon nur 1 Million macht, dann hätte es sich für mich nicht rentiert. Da hat es für mich mehr Wert gehabt, wenn ich den Dupe auch für Baby benutze. Denn natürlich, im Endeffekt will man eine Rotation haben, in dem beide Charaktere sich gut linken, aber ich will nicht nur, dass es sich bei gut linken, dass es sich auf gut linken beruht. In dem Fall wäre wirklich ein sehr guter Linking-Partner für LA Baby, aber die Theo-Version selbst, da würde es bessere Alternativen geben, wo die Alternativen individuell besser sind. Die zeige ich euch gleich und dementsprechend habe ich mich quasi dagegen entschieden, die Theo-Version zu nutzen und dafür entschieden, einen Dupe zu nutzen. Und Baby selbst, LA Baby selbst, kommt auch selbstständig klar mit Key. Das werdet ihr gleich merken, zeigt Passive allein schon oder unter seinem eigenen Leader Double Key plus 4. Was sind die Alternativen, Freunde? Natürlich zum einen seinen eigenen Leader-Skill. Es gibt wenige Alternativen, aber die sind echt gut. Und wie gesagt, er ist auch selbstständig, das werden wir gleich sehen. In seinem eigenen Leader-Skill kann man noch Extreme Argel-Charaktere mitnehmen und da haben wir einfach Thales, Freunde. Wenn ihr Thales mit ihm in der Rotation behält, dann gibt Thales mit der Passive schon vorneweg Key plus 3 auf den Angriff 40%. Das ist schon mal ein Key-Boost und Angriff-Boost für einen LR-Charakter. 40% auf den Angriff nehmen wir nur mit. Sie linken sich leider nicht mit Key, aber dafür hat Thales der Key plus 3 durch die Passive. Aber dafür haben sie Big Bad Boss und Thirst for Conquest. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Es gibt noch zum Beispiel einen AGL Full Power Bojack. Der hat Shattering Limit, Big Bad Boss, Thirst for Conquest mit ihm. Den kann man auch mit reinnehmen in seinem Niederskill, was ein Extreme AGL-Charakter ist. In diesem Setup werden wir gleich showcasen zum Beispiel. Anderes wäre Transformation Boost Team, zum Beispiel mit dem AGL Cooler. Diese AGL Final vom Cooler ist wirklich sehr, sehr gut. Ist aus dem World Tournament, ist bei mir leider nicht auf SC10. Ich habe leider keinen Dupe, weil er aus dem World Tournament ist. Da zieht man ihn selten, also nachdem er quasi in den Banner gerutscht ist. Aber dieser linkt sich mit Shattering the Limit, Big Bad Bosses, Thirst for Conquest und Metamorphosis. Auch ein sehr guter Linking-Partner. Was macht er besser als die Theo-Version? Nun, zum einen gibt er AGL-Charakteren auf den Angriff und auf die Verteidigung 40%. Heißt, es ist ein sehr guter Boost für LR Baby. Aber zusätzlich dazu hat er eine High Chance, 2 zusätzliche Angriffe zu machen. Und pro Angriff, den er macht, erhöht er seinen Angriff um 5%. Maximum sind 50%. Aber da das separat kalkuliert wird, kommt der Boy auf Maximum 110% auf den Angriff. Also die Karte ist auch, also der ist dann quasi auch nicht darauf degradiert, dass er sich nur gut linkt oder ihn supportet, sondern er ist auch individuell ein guter Charakter. Das war mir dabei wichtig. Und Transformation Boost zum Beispiel könnte man auch mit C21 spielen. Linken sich zwar nicht mit Key, haben Big Bad Boss, glaube ich, nur.
Aber C21 gibt es auch selbstständig durch die Passive Key plus 3. Würde auch funktionieren. LF Freezer haben viele mit ihm gespielt, den Free-to-Play LF Freezer. Die linken sich mit jedem Angriff-Link-Skill. Heißt, Legendary Power wäre zusätzlich auch dabei, aber mit keinem Key. Darunter würde dann LF Freezer leiden. Und so ein Partner will ich nicht. Dass er quasi nur degradiert wird darauf, dass er nur sich gut mit LF Baby linkt. Denn dann gibt es bessere Alternativen, die sich sowohl gut linken, sowohl ihn boosten und auch individuell stark sind. Also AGL Kuhle und Thales zum Beispiel sehr schön. Oder leider nur in einem Giant Form Team linkt er sich übertrieben gut, oder Villains natürlich, übertrieben gut mit Lord Slug. Warum? Shattering Limit, Big Bad Boss, Metamorphose, Thirst for Conquest. Und die Sache ist, unterschätzt Lord Slug nicht, denn der hat Attack mit 80%. Immer wenn er angegriffen wird, bekommt er 40 dazu Angriff plus 50% für 5 Runden. Und da das separat kalkuliert wird, kommt er auf, glaube ich, es waren 170% Angriff. Der macht wirklich auch viel Schaden. Leider nur in Giant Form Kategorie. Giant Form Kategorie sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Hätte ich noch den AGL Metal Cooler, würde es eine schöne Kategorie. Problem ist der Leader selbst. Ihn findet man kaum. Der Leader ist schlecht. Aber Freunde, was wir machen werden, ist, ich werde ihn erstmal showcasen in diesem Team. Wir werden ein volles Event machen in seinem eigenen Team, als eigener Leader. Dann werde ich euch zeigen, ein Szenario mit der kompletten Passive, die geschildert ist, sowohl Pure Sane, sowohl Hybrid Sane. Dann werde ich euch ein Szenario zeigen, wie er sich in der Rotation mit diesem Team macht, mit Cooler. Und wenn ich es schaffe, mit diesem Team, falls ich den Tapion finde. Und am Ende gucken wir uns dann noch, werde ich die Great Ape Transformation triggern und uns das Ganze noch ansehen. Dementsprechend springen wir gleich mal rüber in ein Event. Alles klar, und wir sind im Event von Gogeta Blue. Warum? Denn hier kämpfen wir in 1-2 Runden gegen Pure Saints. Heißt, wir haben einen von dem Leader Skill getriggert zusätzlich dazu. Und dann gegen Gogeta Blue, da haben wir dann gar keinen getriggert. Da können wir mal den Vergleich sehen. Und ich habe den Friend genommen, der hat keine Dupes. Da haben wir auch einen Vergleich zwischen Dupe und keine Dupes. Und außen vorweg schon mal, guck mal. Dem fehlen, glaube ich, nur noch 2 Key, dann hat er die Ultra Super Attack. Das ist wegen seiner Passive, wegen seinem Leader Skill und natürlich, weil wir Kidbo drin haben. Also schon mal eine sehr schöne Rotation, aber ich glaube nicht, dass Vegeta das überleben wird. Aber genau das ist das eben, er ist selbstständig. Mit Kid Buu linkt er sich klar, logischerweise jetzt nicht, aber Kid Buu werde ich auch rein und raus sortieren. Mit Thales wird das Ganze schon ein bisschen anders aussehen. Heißt, gar keine Linkskill haben wir hier. Wir haben nur die reine Pässe und kommen auf aufgründet 2,5 selbstständig. Also wirklich selbstständig. Durch den Niederskill. Okay, Kid Buu Support ist natürlich mit am Start, aber keine Linkskills etc. Und genau an der Stelle überlebt das Vegeta keine Male. Und das war mit der Pure Saint Kategorie Boost. Also weitere Kid Buu 3, 5 Boost auf den Angriff haben wir bekommen. Oh, hier will ich aufpassen. Oh, die sollen den... Ja, der überlebt das nicht. Okay, der Goku. Ist nicht schlimm. Ich werde noch weitere Szenarien zeigen mit der kompletten Passive etc. Ihr habt es jetzt schon gesehen, was auf jeden Fall abgeht. Und ihr dürft vor allem nicht vergessen, Freunde. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, er ist nur unter seinem Eigenleader auf 130% Angriff. Also da geht eigentlich mehr Transformation Boost. Wäre seine beste Kategorie 150% und boom. Schaut euch das jetzt an. Wenn ich ihn die ganze Zeit mit Thales halte, mache ich nichts falsch, also wirklich nichts falsch. Thales gibt ihm da quasi an der Stelle noch seinen Boost. Warte mal, wir machen das Ganze mal so. Thales soll mal so machen, das Bam. Und dann, wenn wir auf die 24 Key kommen, sehr schön. Und hier haben wir jetzt nur seinen Standard-Passive. Key plus 3, 100% Attack und Death, also kein Zusatz, weil Goeta, Super Saiyan Goeta ist nicht mehr in Pure Saints oder auch nicht in Reed Saints Logo. Was kommen wir auf den Radar? Hier, wie gesagt, nur 130%, nicht vergessen, Double Lead. Da geht eigentlich mehr, werden wir in den nächsten Szenarien sehen. Aber was leistet er hier quasi? 24 Key mit Double Support, sehr schön auf jeden Fall. Er kommt auf 2,9 aufgerundet. Also mit mindestens einer der weiteren zusätzlichen Pässe kommt auf mindestens über 3 Millionen mit einem Dupe. Den Friend werden wir auch beobachten auf jeden Fall. Auf den haben wir auch gleich ein Auge, da haben wir einen Vergleich, wie das dann quasi ja auf der anderen Schiene aussieht. Ohne Dupe, sage ich mal, aber auch da sollte das weniger sein. Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann könnt ihr Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und falls ihr neu seid und das Ganze supporten wollt, dann drückt auch auf den Abo-Button, wenn euch das Ganze gefällt. In letzter Zeit haben wir wirklich sehr vieles erreicht. Vielen lieben Dank dafür. Okay, jetzt schaut mal. Habt ihr das gesehen? Freunde, wirklich total selbstständig. Mit Kura linkt er sich mit, glaube ich, nur Legend. Big Bad Boss haben wir aktiviert. Sehr wichtig. Big Bad Boss haben wir. Okay. Haben wir zuvor Big Bad Boss? Ich glaube nicht. Jetzt haben wir Big Bad Boss auf den ohne Dupe. Bin gespannt, was jetzt abgeht. Kein Support. Mit Big Bad Boss und Legendary Power nur. Sollte das sein. Tanken tut er sehr gut. Ihr seht es. Und er kommt auf 1,7. Sehr gut. Ohne Dupes, wie gesagt. Und nur 130%. Und natürlich, Logo, das war jetzt keine 24 Key. 24 Key machen sehr viel aus. Je mehr Key ein LR bekommt oder an sich ein Charakter, desto höher wird sein Schaden sein. Weil da auch die Multiplayer dann erhöht werden. Genau. Aber bis jetzt sieht das Ganze doch schon mal sehr gut aus, finde ich.
von unserem Boy. Wie gesagt, ich werde noch ein paar Szenarien zeigen, weil bei Baby, da droppt schon die Stimme. Weil bei Baby, da kann man auf jeden Fall vieles zeigen mit einer Passive. Ohne Passive zeigen wir jetzt gerade überwiegend. Mit beiden Passive aktiviert wird es da vielleicht selten auftauchen, aber in Super Battle zum Beispiel könnte das sein. Gegen Super Strength, da kämpft man auf einer Stage gegen Vegeta und Trunks zum Beispiel. Das wäre dann beides. Ein Super Battle so oder so wird da wirklich sehr gut sein. Vor allem wegen seiner Giant Ape Transformation. Die Giant Ape Transformation werde ich euch am Ende noch zeigen. Oh mein Gott. Freunde, seht ihr das? Das ist okay, natürlich cooler. Gibt ihn jetzt weitere Key Plus 2, aber nur weil ich ihn mit Thales halte allein. Und unterschätzt Thales nicht. Er bekommt zwar nur Key Plus 3 100%, aber dennoch ist er wirklich sehr gut. Er ist auch individuell gut, finde ich. Also, dann nehme ich lieber mein Thales mit einem Dupe statt die Theo-Version ohne Dupe. Darum ging es mir quasi im Endeffekt. Und setze den Dupe dann quasi mein LR Baby rein. Und Thales mit nur 100% kam auf die Aufhören und 900 und er hat sich mal transformiert. Aber sowohl transformiert als auch nicht transformiert ist da wirklich eine Bombe. Jetzt haben wir Big Bad Boss getriggert, 3,27 mit einem Dupe unter 130% und natürlich mit guten Support. Aber darum geht's ja, weil deswegen halt ja Thales mit ihm. Er gibt einen Key plus 3, Attack plus 40%, das macht übel viel, macht das aus auf jeden Fall. Genau, heißt, wir werden hier demnächst das Ganze hier beenden, dann werde ich mir die Szenarien zusammenbasteln und das Ganze zusammenfügen und dann noch darauf eingehen für das Video, Freunde. Ihr seht es auch schon, natürlich Logo, er bekommt aus beiden Seiten Key plus 4, also Key plus 8 vorneweg schon in seinem einen Leader-Skill. Normalerweise wird es Key plus 3 sein und dann bin ich darauf gespannt, welcher Dokkan-Fessel-Charakter mit Artificial Lifeform Leader sein wird. Hey, bekommen wir hier Giant Ape sogar? What? Nein, mit einer High Chance leider nicht bekommen. So, Freunde, und hier haben wir jetzt seine komplette Pass getriggert. Wir sind in Transformation Moves. Wir haben Glück, weil die Rotation stimmt auch astrein, Freunde. Die ist wirklich astrein gesetzt. Außer wir haben jetzt Logo leider kein Big Bad Bosses. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben jetzt, wie gesagt, die komplette Pass getriggert. Key plus 3 Selbststück bekommt der Solo Attack mit 100%. Zusätzlich, weil wir gegen Pure Saiyan kämpfen, Goku Blue und Vegeta Blue. Key plus 3 5% und Trunks to Beat Saiyan Key plus 3 5% nochmal drauf. 24 Key. 4,3! 4,3. Oh, gestört. Natürlich mit cooler Support habt ihr gesehen, aber cooler halt mit ihm eine Rotation. Ihr habt es gesehen, er linkt sich wirklich sehr, sehr gut. Kidbo hatten wir am Start. Richtig geil, was da zustande kam, Freunde. Natürlich passiert dieses Szenario selten, dass die komplette Pass getriggert ist, aber auch wenn nur eine getriggert ist, macht er wirklich seinen Schaden gut. Das haben wir auch gesehen und das hat mich umso mehr gefreut. Deswegen gehen wir sofort weiter in das nächste Szenario. Alles klar, Freunde. Und hier haben wir auch hoffentlich ein schönes Szenario, denn zum einen haben wir jetzt noch Kid Buu's Passive aktiviert. Wir haben Cooler am Start, also Thirst for Conquest ist getriggert. Er hat gut 24 Ki jetzt. Was ich jetzt hoffe, ist nur, dass Cooler so viel Schaden bekommt, dass wir noch Big Bad Bosses triggern. Könnte vielleicht hinklappen. Er bekommt 3 Angriffe, wenn eins. Ja, komm schon, bitte. Bitte, bitte, Cooler. Cooler. Und wenn wir, weil die Sache ist, wenn wir jetzt unter 80% fallen, dann triggert sich noch Big Bad Bosses. Das wäre ein schönes Szenario mit einem seine zusätzlichen Passive gegen Pure Saiyan kämpfen wir wären weitere Key plus 3 5%. Das würde im Schnitt immer so passieren, sage ich mal. Oder durchschnittlich würden wir sowas sehen. Okay, sehr schön. Wir droppen dann noch unter 80%. Das ist auch ein sehr schönes Szenario jetzt. Wir haben 40% von Cool als Support, 50% von Kid Buu. Dann haben wir eine Passive aktiviert zusätzlich dazu. Was kommt bei raus? 24 Key. 4,5. Was? Was? 4,5 auf dem Radar, wäre das ein Crit, der würde den sowas von one-shotten, Freunde. Leider habe ich Tapio nicht gefunden als Friends, ich habe aber damit gerechnet, wäre nicht schlimm, Lord Slug würde so vom Link-Skill-Setup denselben Wert haben wie Cooler von den Link-Skill-Setups, ey, der transformiert sogar noch, wie AGL Cooler, hätte quasi, wie gesagt, Metamorphose, glaube ich, Big Bad Bosses, First of Kong und Shattering Limit, wäre halt individuell auch ein sehr starker Charakter, also die Rotation an sich wäre auch cool an sich, wenn man die baut. Kam leider nicht zustande. Hier tut es noch Boot transformieren, während er das macht. Gehen wir mal ganz kurz rüber in das letzte Szenario. Genau, Freunde. Und am Ende dann noch die Great Ape Transformation zum Schluss. Ich muss sagen, dass ein LR-Charakter ist, ist wirklich übertrieben brutal, was er leistet, wenn er sich zum Great Ape verwandelt. Mit der Ultra Super Attack kommt er auf 2 Millionen auf dem Radar. Wenn da noch ein Crit fließt, dann brennt es, Freunde. Leider ist in diesen Aufnahmen kein Crit geflossen, nur bei einem Auto-Attack. Aber wir wissen, die Great Apes können auch quasi vom Dupe-System profitieren. Und ihm vorstellen, das sind mindestens 2 Runden, indem er quasi, indem ihr nur Schaden macht und keinen bekommt. Und dadurch, dass er durch die Pässe selbst noch Key einsammelt, bekommt ihr gut auf die Ultra Super Attack. Und der macht. Also 2 Millionen auf dem Radar bei einer Great Ape Transformation auf dem LR. Ihr seht, was dabei zustande kam. Mit der ersten Super Attack macht er auch soliden Schaden, so ist es nicht. Da kommt auch gut beistande, aber wenn ihr mal auf die erste kommt
Und das ist einfach nur ein Bonus. Also das wurde ja ganz gefixt mit dem Transformation. Was heißt gefixt? Es wurde geändert, wurde vielleicht falsch übersetzt. Am Anfang war es ja, dass ihr ab Anbeginn der vierten Runde euch transformiert, wenn die HP 50% und drunter ist, zum Great Ape einmalig. Was dabei quasi dann zustande kam oder was dann geändert wurde oder wie gesagt, was falsch angekündigt wurde, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls ist es ab jetzt, wie es im Spiel ist, dass ihr eine High Chance habt, dass er sich zum Great Ape einmalig pro Kampf transformiert, wenn die HP 40% und drunter sind. Das finde ich besser, wird vielleicht nicht so oft passieren im Durchschnitt, vor allem in seinem Team-Setup oder in seinem Leader-Skill, aber in Super Battle zum Beispiel, wenn ihr da unter 40% reingeht und er sich direkt transformiert, dann ist halt legit GG. Jedenfalls, Freunde, ich finde LA Baby auf jeden Fall nice. Ihr könnt mich wissen lassen, was ihr von ihm haltet, wie ihr ihn findet. Ich finde, er ist wirklich solide. Er hat zwar gewisse in seinen Konstellationen ein bisschen eingeschränkt, sage ich mal, aber wenn man da quasi ein, zwei gute Partner hat, dann kann man das Ganze auf jeden Fall gut mit ihm schaukeln. Er macht auch seinen Job wirklich gut, ist auch selbstständig, kommt selbstständig gut zurecht. Ihr habt gesehen, was er auf dem Radar bringt, beziehungsweise was er leistet. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, was ihr von ihm haltet, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.